Okay, also wir lesen hier, das ist die Geschichte, als Jesus Christus nach Jerusalem ging. Und die Bibel zeigt uns also, hier war der auf dem Weg nach Jerusalem und er ist dann an dem Ölberg, als er dort angekommen ist, an dem Ölberg, und da hat er dann seinen Jüngern einen Befehl gegeben, dass sie für ihn ein Esel besorgen sollen. Und hier erzählt er den Jüngern, wo der Esel war, in welcher Lage sich dieser Esel befand. Also dieser Esel war in einem Dorf, er war dort gefangen, er war dort gebunden und kein Mensch hat ihn da benutzt. Er war einfach nur da gefangen und sollte da irgendwie einfach seine Zeit bis zu Ende irgendwie da ausleben und irgendwann sterben. Also keiner hat sich um ihn gekümmert, er war da und er war gebunden. Und Jesus Christus hat seinen Jüngern, zwei Jüngern dorthin gesandt und hat denen das Befehl gegeben, diesen Esel frei zu machen, weil er diesen Esel bräuchte, damit er nach Jerusalem reisen konnte. Weil er sollte nach Jerusalem kommen als König. Und in Zacharias steht da steht geschrieben, dass der Herr kommen sollte auf einen Esel. Und er musste diese Prophetie erfüllen und dafür bräuchte er diesen Esel. Und die Bibel sagt dann zu uns hier, er hat seinen Jüngern gesandt und hat ihnen diesen Befehl gegeben, dass sie diese Esel frei machen sollte. Und die Bibel sagten, und diese Jünger waren nach Gehorsam, die sind hingegangen und sie taten das, was der Meister befohlen hat. Und nachdem sie diese Esel gebunden hat, also losgebunden hatten, haben dann die Besitzer ein bisschen Stress gemacht und gefragt, ja, warum macht ihr unsere Esel frei und so und so und so, was soll das? Und da haben die zu denen gesagt, der Meister hat diesen Befehl gegeben und da mussten sie aufgeben und den Esel gehen lassen. Und die Bibel zeigt uns ja, der Esel kam zu Jesus und die haben diesen Esel gekleidet und dann ging Jesus auf diesen Esel und dieser Esel durfte dann Jesus Christus nach Jerusalem begleiten. Und die Bibel sagt, und in Jerusalem wurde Jesus Christus als der König empfangen, er wurde gelobt, er wurde gepriesen. Und die Bibel sagt uns, man hat die Menschen dort, die haben alle ihren Kleidern auf den Boden gelegt, damit dieser Esel vorbeigehen durfte. Und das war alles für die Ehre Jesu Christi. Und dieser Esel durfte einen Teil von dieser Ehre Jesus Christus auf sich nehmen. Also er durfte diese Ehre haben, Jesus Christus nach Jerusalem zu bringen. Und was verstehen wir heute oder was will uns Gott heute mit dieser Geschichte sagen? Die Bibel zeigt uns also, Gott wollte nach Jerusalem gehen. Und Jerusalem ist ja die Stadt Gottes. Jerusalem ist das Ort Gottes. Jerusalem ist da, wo die Herrlichkeit Gottes ist. Die Bibel erzählt uns auch, es gibt ein neues Jerusalem. Und die Bibel sagt uns, die Christen, die warten alles auf das neue Jerusalem. Das Reich Gottes ist das neue Jerusalem. Und die Bibel sagt zu uns, damit Jesus Christus nach Jerusalem reinkommen musste oder Jerusalem betreten musste, musste er diesen Esel losbinden. Also Jesus Christus konnte nicht nach Jerusalem, ohne dass dieser Esel frei ist und ohne dass dieser Esel ihn begleitet. Und die Bibel sagt uns, dass dieser Esel in einem Dorf gefangen war. Und wir sagen jetzt nicht, dass Dörfer schlecht sind oder so, aber wir sehen eins, dass Dörfer und Städte, man merkt einfach einen Unterschied. Zum Beispiel in Dörfer, also in vielen Dörfern hier in Deutschland, da sieht man zum Beispiel, dass die Bahnverbindung ganz nicht so toll ist, dass jede Stunde vielleicht nur ein Zug oder ein Bus fährt und so weiter. Die Verbindungen sind schlecht und wir sehen, dass dort viele Sachen halt später hineinkommen. Also in der Stadt ist man mehr moderner, ist man mehr immer aktueller und in den Dörfern ist man immer so ein bisschen, muss man immer alles so nachkommen halt. Oh. Und das zeigt auch, und wir sehen halt Gott, also dieses Dorf ist ein Zeichen, dass man irgendwo hängen bleibt, nicht wirklich vorankommt, nicht wirklich dorthin kommt, wo der Herr uns gerne haben möchte. Also nicht, dass Gott was gegen Dörfer hat, man kann in ein Dorf wohnen, aber wir sagen hier, es ist mehr geistlich gesehen, was Gott mit einem Dorf meint. Also das Dorf, also Dorf zeigt, dass der Mensch irgendwo gebunden ist, dass der Mensch irgendwo gebremst ist, also nicht wirklich dahin sein kann, wo Gott ihn gerne haben möchte. Und dann sagt uns hier die Bibel eins, aber Jesus Christus lag es am Herzen, dass diese Esel frei werden musste, weil kein Mensch ist auf diesen Esel gewesen, kein Mensch hat diesen Esel benutzt. Und wir sehen, dieser Esel war gefangen. Und wir sehen, dass alle Menschen irgendwo gefangen sind. Jeder Mensch ist gefangen. Manche sind gefangen an Süchten, manche sind gefangen an irgendwelchen Problemen, manche sind gefangen von verschiedenen Sachen. Irgendetwas macht einen Menschen, also dass er von irgendetwas abhängig ist. Und Jesus Christus ist gekommen, um uns frei zu machen. Deshalb sagt die Bibel, wenn Jesus Christus frei macht, ist man wirklich frei. Und Jesus Christus, sein Ziel war, den Menschen frei zu machen. Also unter diesem Esel können wir uns heute auch sehen, dass wir auch irgendwo gefangen waren. Kein Mensch hat sich um uns gekümmert.
Man ließ uns einfach damit in unserem Dreck stehen. Wir hatten Freundinnen gehabt, die Bibel sagt hier, gab dieser Esel hatte auch Besitzer gehabt, aber diese Besitzer hatten sich nicht um ihn gekümmert, oder? Diese Besitzer hatten ihm nicht wirklich den richtigen Weg gezeigt, aber die haben ihn noch mehr zu seinem Verderben geführt. Also es waren keine gute Freunde, es waren keine gute Ratgeber, die waren nur alle da, damit dein Leben wirklich nicht dorthin kommt, wo Gott dich gerne haben möchte. Aber Jesus Christus hat Befehl, also hat seinen Befehl gegeben an seinen Jüngern, diese Esel frei zu machen. Und Jesus Christus hat auch seinen Befehl gegeben, auch an allen seinen Kinder Gottes. Er hat die Kinder Gottes diesen Befehl gegeben, alle Menschen frei zu machen. Jesus Christus hat gesagt, geht hin, heilt die Kranken, geht hin, treibt die Dämonen aus, geht hin, macht die Aussätzigen gesund. Also Jesus Christus ist gekommen, frei zu machen. Und Jesus Christus hat auch seinen Auftrag an allen seinen Jüngern gegeben, gesagt, alle, die an ihn glauben werden, werden diese Zeichen und Wunder folgen, die er getan hat. Und Jesus Christus hat seine Vollmacht an allen seinen Kindern gegeben. Und hier sehen wir, Jesus Christus hat diesen Menschen ausgesandelt. Und jeder, der an Jesus Christus glaubt und Jesus Christus annimmt, ist auch ein Ausgesandeter. Gott sendet dich auch aus, um dich frei zu machen. Weil du selbst warst auch gefangen, du bist frei geworden. Dann ist auch dann ist es auch dein Auftrag, auch die frei zu machen, die noch gefangen sind. Wir waren alle in der Dunkelheit, wir sind raus. Dann müssen wir auch die rausnehmen, die noch in der Dunkelheit sind. Und das ist unser Auftrag als Kinder Gottes. Und Gott zeigt uns hier, es gibt viele Menschen, die gefangen sind, viele Menschen, die gebunden sind, viele Menschen, die an Drogen gebunden sind, an Alkohol gebunden sind, an Depressionen gebunden sind, an viele verschiedenen Probleme und sie kommen nicht los. Und sie können auch nicht durch ihren eigenen Kraft los. Und deshalb müssen Menschen hingehen, die Gott sendet, die Gott einen Befehl gibt. Weil die Bibel sagt, wenn Gott jemanden aussendet, er rüstet denjenigen auch mit seinem Geist. Wir machen das nicht durch unsere Kraft, aber durch den Heiligen Geist. Weil die Bibel sagt, nicht durch unsere Kraft, nicht durch unsere Macht, aber durch den Heiligen Geist wird es geschehen. Und deshalb brauchen wir den Heiligen Geist. Und die Bibel sagt, hier hat Jesus Christus diesen Befehl gegeben, diesen Esel zu binden, also loszubinden. Und die Bibel sagt, als sie diesen Esel losgebunden haben, hat der Besitzer reagiert und hat gefragt, was soll das? Warum macht ihr das? Also dieser Besitzer wollte, dass dieser Esel ewig gefangen sein soll, dass dieser Esel sein Leben einfach schlecht laufen soll. Genauso. Und dieser Besitzer ist ein Zeichen vom Satan oder vom Feind, die nur eins wollen, dass dein Leben nicht wirklich diesen Ziel erreicht, wie Gott für dich hervorgesehen hat. Dass du unglücklich in deinem Leben bist. Dass du einfach ein Leben lebst, der nicht wirklich den Gott für dich vorgesehen hat. Weil die Bibel sagt, Jesus ist gekommen, damit wir Leben im Überfluss haben sollen. Und hier sehen wir, und dieser Besitzer will nicht, dass dein Leben gut geht. Aber die Bibel sagt, haben die Jünger dann gesagt, der Meister hat befohlen. Also es gibt noch einen Meister, der über dein Leben ist. Es gibt einer, der wahre Meister deines Lebens ist, und das ist Jesus Christus. Weil er hat uns erschaffen und er hat das Recht über unser Leben und er will, dass es uns gut geht. Deshalb hat er sich für uns geopfert. Die Bibel sagt, da Gott die Welt geliebt hat, hat er seinen eingeborenen Sohn gesandet, damit wir nicht verloren gehen, aber damit wir gerettet werden. Und Jesus Christus will, dass unser Leben gerettet wird und deshalb war er auch bereit, den höchsten Preis zu bezahlen, sein eigenes Leben zu geben, damit unser Leben frei wird. Und hier sehen wir, als die gesagt haben, der Meister hat befohlen, musste dieser Besitzer gehorchen. Und die Bibel sagt, alle Mächten sind Gott untertan. Und alle Zungen beugen sich vor Jesus Christus. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und nichts kann Gott widerstehen. Die Bibel sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber das Wort Gottes wird niemals vergehen. Und Jesus Christus ist der Herr und ist der König und ist der Herr über den Menschen. Und er will auch, dass der Mensch wirklich frei ist. Er will, dass der Mensch das lebt, was er für ihn vorgesehen hat. Er will, dass der Mensch wirklich das auslebt, was der Herr für ihn geplant hat. Weil Gott sagt, er hat uns erschaffen und er hat auch Pläne für unser Leben. Und die Bibel sagt, er hat bessere Pläne für uns. Die Bibel sagt, seine Pläne sind höher als unsere Pläne. Und er will wirklich Größeres und Schöneres in unserem Leben tun. Gott will nicht, dass wir leiden. Gott will nicht, dass wir im Stress leben. Gott will nicht, dass wir im Trauer leben. Aber Gott will wirklich, dass seine Freude, dass unser Leben erfüllt wird mit seiner Kraft und mit seiner Liebe. Und hier sagt uns dann die Bibel, nachdem dieser Esel befreit worden ist, haben wir ihn zu Jesus gebracht. Und bevor Jesus auf ihn steigen wollte, wurde der gekleidet. Und Gott will uns auch wieder kleiden mit seiner Herrlichkeit. Gott will uns kleiden mit seiner Liebe. Gott will uns wirklich kleiden. Weil die Bibel zeigt uns, als der Mensch gesündigt hat, war der Mensch nackt vor Gott. Aber davor, der Mensch war halt nicht nackt, aber er war mit seiner Nacktheit, konnte er vor Gott stehen. Also er hat keinen Scham vor Gott gehabt.
Weil er hatte eine Beziehung mit Gott gehabt. Aber dadurch, weil da der Mensch gesündigt hat, kam dann diese Scham, kam dann eine Grenze. Und der Mensch hat diese Herrlichkeit verloren, mit dem Gott ihn gekleidet hatte, und er hatte keinen Zugang mehr zu Gott gehabt. Und Jesus Christus will wieder den Menschen kleiden mit seiner Herrlichkeit. Und Jesus Christus will auf den Esel sitzen. Also Jesus Christus will herrschen über unserem Leben. Jesus Christus will mit uns, will, dass wir ihn begleiten in sein Reich. So wie dieser Esel Jesus Christus nach Jerusalem begleitet hatte, so will Gott auch, dass wir seine Kindern ihn tragen, seine Liebe, seine Freude, seine Güte in unseren Herzen tragen und es wirklich in diese Welt bringen und es wirklich bringen dorthin, wo er uns haben möchte. Und Gott will uns in seinem Reich haben, Gott will uns in seiner Gegenwart haben und Gott will wirklich, dass wir seine Herrlichkeit bringen, dass wir sein Königreich bringen. Und dieser Esel hat ihn getragen als König. Und die Bibel sagt, als die Menschen Jesus sahen, fingen die an, die Kleider auf die Erde zu werfen, damit dieser Esel, damit Jesus eigentlich rübergehen sollte, aber nicht Jesus ging rüber, sondern der Esel ist dann über diese Kleider gegangen. Und Gott will wirklich, dass wir Kinder Gottes auch an sein, nicht dass wir Gottes Ehre nehmen, aber Gott will auch, dass wir teilhaben an seine Freude, dass wir teilhaben an seine Ehre, dass wir teilhaben an seine Liebe, dass wir teil an alles haben, was Gott hat. Und das will Gott. Und damit wir das erreichen, müssen wir wirklich Gott in unserem Leben tragen. Wir müssen ihm wirklich den Platz geben. So wie dieser Esel ihm Platz gab, damit, um ihn zu begleiten und ließ sich von ihm führen, so will Gott auch, dass wir uns von ihm führen lassen, damit wir wirklich dorthin kommen, wo er uns haben möchte. Und er ist der König und er will wirklich herrschen in unserem Leben. Und Gott sagt auch zu uns heute, egal in welcher Situation du gefangen bist, egal was du für ein Problem hast, Jesus Christus will, dass du frei wirst. Und Jesus Christus macht frei, egal was dich belastet, egal was dich quält, ruf zu Jesus Christus und Jesus Christus wird dich frei machen. Und Jesus Christus will dich frei machen und will wirklich Raum nehmen in dein Leben. Er will dein Leben erfüllen, er will, dass du seinen Frieden trägst, er will, dass du seine Freude trägst, er will, dass du durch seine Kraft lebst, dass du wirklich seine Herrlichkeit trägst, dass wir Träger von Gottes Herrlichkeit sind auf dieser Welt, dass diese Welt Gott durch uns erkennt, dass Jesus Christus in uns lebt, dass Jesus Christus in uns herrscht, dass Jesus Christus der König unser Leben ist. Amen. Amen. Das ist das, was Gott von uns fordert oder was Gott von uns erwartet. Und Gott will wirklich mit uns gemeinsam in sein Reich gehen. Gott will wirklich gemeinsam mit uns wandeln. Gott will mit seinen Kindern wandeln. Gott will Beziehung mit uns haben. Gott will wirklich, deshalb war er auch bereit, den Himmel aufzugeben und kam auf diese Erde und ist für uns gestorben, weil er nur eins wollte, immer mit den Menschen in Verbindung sein. Er wollte immer nur eins, eine Beziehung haben mit den Menschen. Weil der Mensch wurde erschaffen, um eine Beziehung zu haben. Mit Menschen, mit Tieren, aber vor allem mit seinem Schöpfer, und das ist Jesus Christus. Und das ist wirklich das muss wirklich eine Priorität sein in unserem Leben. Amen. Amen. Ich glaube, wir wollen kurz zu Gott beten. Wir nehmen